Es gibt ein neues Tier im Planet Zoo und ich habe davon gar nicht mitbekommen. Deshalb reden wir mal darüber, und zwar den Rothirsch. Ja, mit dem neuen Update zum zweiten Geburtstag des Games ist der Rothirsch ins Game gekommen. Und ja, der hat zwei verschiedene Versionen, nicht männlich und weiblich. Es gibt auch hier die Farbvariation, wenn ich das richtig sehe. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber müsste es eigentlich geben. Die Männchen können auf jeden Fall kämpfen, was sehr, sehr cool ist, wie man hier schön sieht. Also ja, Männchen werden sich battlen, was auf jeden Fall sehr, sehr geil ist. Aber die Animationen. Auf wo geht's aber, ne? Ja, aber das ist halt so. Ey, die ist neu, ne? Die ist neu. Sieht geil aus. Okay, ich bin positiv überrascht bis jetzt. Das Tier müsste meistens im Basegame sein, heißt also, du kriegst es egal, was du dir für DLCs gekauft hast. Es ist einfach gratis, und dann haben wir ein gratis Update gekommen. Das ist jetzt so Pediatrikel. Alleine braucht er 63 Quadratmeter und kein Wasser etc. Allerdings müssen es mindestens 3 Tiere in einer Gruppe sein, bis zu einem Männchen, bis zu 8 Weibchen, heißt man kann nicht mehrere Männchen haben. Gäste können kein Gehege betreten, sie werden mit Federn geschlechtsreif und durchschnittlich 27 Jahre alt. Und ja, das ist doch ziemlich interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist das Tier eigentlich richtig geil. Man kann sie mit Dammhirschen heißen, mit Dammhirschen zusammenhalten, was auch ziemlich cool ist, und muss ganz ehrlich sagen, das ist voll die coole Edition für den Zoo. Und ich feiere das hier übelst. Das hier sind alle Nutrient-Items, die man den Rothirschen ins Gehege knallen kann. Da hätten wir einerseits hier sowas wie diese Futterspender, aber auch den hier haben wir auch. Greifbälle, Fußbälle, Schneeball. Da sieht sogar die Badeite, was mir jetzt ziemlich erwundert. Allerdings auch die Kratzbälle natürlich. Kräuterdings, so wie immer, den Kegel-Kratzdings hier und auch diese Vogelscheuchen-Futterspender. Was die Attraktivität angeht, sind die bei den Erwachsenen hier bei 1125. Das hier ist das Jungtier und das sieht doch mal richtig, richtig süß aus, Alter. Ja, ist ganz nett. Also sie sind einfach zu züchten, laut Zoopedia. Ich hatte jetzt sogar für 2 Fehlpaarungen, bevor das jetzt geklappt hat, aber hey. Was sollst du machen? Wahrscheinlich auch Pech. Und ja, sie sind ziemlich niedlich. Das soll das Video dann aber auch schon beenden. Wie gesagt, nur ein kurzes Video über den neuen, über das neue Tier in Planet Zoo, den Rothirsch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da und wir sehen uns bei irgendwas anderem. Ciao, euer Bruder Schnitzel.